Kollege Dr. Stefan Habart für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Über die Qualität eines Haushalts insgesamt entscheiden Zahlen. Die Zahlen dieses Haushalts, vorgelegt unter einer unionsgeführten Bundesregierung, vorgelegt unter unserem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, sind wahrlich beeindruckend. Wir haben nun zum vierten Jahr in Folge einen ausgeglichenen Haushalt, etwas, was Maßstäbe setzt, auch im Hinblick auf die Folgejahre. Über die Qualität von Rechtspolitik entscheiden nicht Zahlen, sondern Inhalte. Und deshalb stehen heute auch Inhalte im Mittelpunkt meiner rechtspolitischen Bestandsaufnahme. Was ist die zentrale Herausforderung der Rechtspolitik im Jahr 2016? Es ist ohne jede Frage der Umgang unseres Staates, unseres Rechtsstaates mit der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus, der nicht nur Deutschland, sondern Europa insgesamt mit seinen Vorstellungen von gesellschaftlicher Freiheit fundamental herausfordert. Unsere Demokratie ist seit jeher eine wehrhafte Demokratie, und deshalb gilt heute mehr denn je: Wer gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet, wer die Grundrechte als Deckmantel für den Kampf gegen Freiheit und Rechtsstaat missbraucht, der wird mit allen Mitteln dieses Rechtsstaats konfrontiert und bekämpft. Dies war seit jeher die Linie von CDU und CSU, und die setzen wir auch in der Gegenwart mit aller Konsequenz durch. Für uns ist klar, ohne Sicherheit ist Freiheit undenkbar. Und Sicherheit ist dabei nicht lediglich die Abwesenheit von existenzieller Gefahr. Vielmehr dreht sich die Sicherheit, die wir schützen, die wir stärken wollen, auch um das Gefühl der Unbeschwertheit, um die Gewissheit, in Deutschland in einem sicheren und guten Land zu leben. Wir meinen deshalb, wenn wir über innere Sicherheit, wenn wir über Freiheit und Sicherheit sprechen, auch den nervösen Blick über die Schulter, wenn jemand nachts durch einen Park läuft, das ungute Gefühl, dass eine Familie beim Aufenthalt in einem Kaufhaus beschleichen mag, oder die Sorge, ob unsere Wohnung ausreichend verschlossen ist, wenn wir in den Urlaub fahren. Und da haben wir in der Frage, wie wir Sicherheit in diesem Land gewährleisten, ganz unterschiedliche Auffassungen. Die Linkspartei ist der Auffassung, wir schützen Sicherheit, indem wir die Nachrichtendienste abschaffen. Die Grünen sind der Auffassung, wir gewährleisten Sicherheit, indem wir alle Maßnahmen, die auf mehr Sicherheit abzielen, ablehnen und bekämpfen. Für uns als Union ist das Verständnis klar. Uns geht es darum, dass wir einen starken Staat haben, einen handlungsfähigen Staat haben zum Schutz der Schwachen in unserer Gesellschaft, völlig egal, ob es die Opfer von islamistischem Terror sind oder Flüchtlinge, gegen die der braune Mob wütet. Wir haben in dieser Legislaturperiode auch viel erreicht, damit wir in Deutschland frei und sicher leben können. Ja, Deutschland ist eines der sichersten Länder überhaupt. Dennoch nehmen die Bedrohungen zu, und deshalb brauchen wir weitere Maßnahmen. Was sind die Schlüssel für mehr Sicherheit in Deutschland? Es ist ein Dreiklang: mehr Polizisten, bessere Ausrüstung und bessere gesetzliche Möglichkeiten. Die besseren gesetzlichen Möglichkeiten sind eine Kernaufgabe der Rechtspolitik. Hier haben wir in dieser Legislaturperiode viel erreicht. Wir haben allein im Kernbereich der inneren Sicherheit mehr als ein halbes Dutzend Gesetze verabschiedet. Die Opposition hat in jedem dieser Gesetze nur einen Anschlag auf die Freiheitsrechte der Bürger erkennen wollen und gegen jede einzelne Maßnahme gestimmt. Wir haben das Reisen in terroristischer Absicht unter Strafe gestellt. Die Opposition war dagegen. Wir haben das Terrorismusbekämpfungsgesetz verlängert. Die Opposition war dagegen. Wir haben für einen besseren Informationsaustausch unter den europäischen Sicherheitsbehörden gesorgt. Die Opposition war dagegen. Wer so handelt wie die Opposition, wird seiner Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gewiss nicht gerecht. Die Terroristen werden leider immer besser, perfektionieren ihre Strukturen, werden enthemmter und werden radikaler. Darauf muss der Rechtsstaat immer wieder Antworten finden. Und er muss diese Antworten mit Maß, mit Vernunft, mit Augenmaß, mit Verantwortung nachjustieren, wo
wo dies nötig und möglich ist. Da hilft keine Vogel-Strauß-Taktik, einfach nur den Kopf in den Sand und sonst nichts. Das bringt unser Land nicht weiter und deshalb brauchen wir weitere gesetzliche Verbesserungen. Ich will Ihnen dies an wenigen Beispielen deutlich machen. Für uns als Union ist klar, Terrorwerbung ist kein Grundrecht, sondern strafwürdig. Wer für Terrorvereinigungen oder andere extremistische Organisationen Sympathie äußert und für sie wirbt, muss bestraft werden. Um potenzielle Anhänger gerade auch in unserem Land anzusprechen, sind Terrororganisationen zunehmend auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und andernorts aktiv. Die Werbung für solche Organisationen ist mit unserer Werteverordnung so absolut unvereinbar, dass sie aus sich heraus strafbar sein muss, auch ohne komplizierte vereinsrechtliche Verbote. Dies gilt nicht nur für islamistischen Terror, sondern auch für rechtsextremistische Gruppen, die über das Internet Werbung machen für ihre unzähligen Positionen. Und deshalb möchten wir Sie, Herr Bundesminister Maas, bitten, in diesem Punkt Ihre ablehnende Haltung noch einmal zu überdenken, damit wir zu einer besseren Regelung kommen. Ich nenne andere Bereiche, etwa die Ermittlungsmöglichkeiten unserer Sicherheitsbehörden im digitalen Bereich, oder ich nenne auch den Verlust der Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatern, wenn diese im Ausland für eine Terrororganisation kämpfen und sich von unserer Werteordnung fundamental und abschließend verabschieden. Herr Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat im August eine ganze Reihe von fachlich gebotenen Vorschlägen gemacht, die auch politisch für unseren Koalitionspartner zumutbar sein sollten. Sie überfordern niemanden. Und wir müssen deshalb auch in der Rechtspolitik neben diesen gesetzlichen Maßnahmen die richtigen Signale aussenden für den Stellenwert der Polizistinnen und Polizisten, die mit ihrer hervorragenden Arbeit und ihrem großen Einsatz entscheidend zur inneren Sicherheit in Deutschland beitragen. Dies beginnt mit dem Respekt, den wir ihnen entgegenbringen. Und dies gilt auch, ich muss es leider ansprechen, für die Frage, wie die Vorsitzende des Rechtsausschusses sich über Polizisten äußert. Im Anschluss an die schlimme Tat in Würzburg galt ihre Sorge dem Täter, der mit einer Axt durch den Regionalzug lief, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Ihre erste vorwurfsvolle Frage war die, ob die Polizei den Täter nicht lediglich hätte angriffsunfähig machen können, statt ihn in einer Nothilfesituation zu erschießen. Ich glaube, wir tun als Politik gut daran, wenn wir nicht nur aus unseren gewärmten Sesseln heraus solche Materien beurteilen, sondern wenn wir uns einmal einen Moment in die Situation einer Polizistin oder eines Polizisten hineinversetzen, der im Bruchteil einer Sekunde eine solche Entscheidung zu treffen hat. Die Polizei hat Anspruch auf die Solidarität der Politik auch dann, wenn es ernst wird. Unsere Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag mit Mut, mit Courage und unter Inkaufnahme persönlicher Risiken für ihr Leben, für ihre Gesundheit, uns und unsere Gesellschaft schützen, verdienen Rückhalt statt unterschwelliger Unterstellungen. Und ich möchte auch Ihnen, Herr Bundesjustizminister, sagen, dass es unsere Fraktion in der Sommerpause irritiert hat, wie Sie oder Ihr Team Lob für eine Musikband ausgesprochen haben, die sich ansonsten auszeichnet durch Hass und Ablehnung von Polizisten. Sie haben das sehr schnell korrigiert. Das war aus unserer Sicht richtig. Das war wichtig, auch deshalb, weil wir in der Großen Koalition gemeinsam seit vielen Jahren viel für den Stellenwert der Polizistinnen und Polizisten in unserem Land tun. Wir müssen aber auch in diesem Bereich noch einmal zu gesetzlichen Verbesserungen kommen. Wir beobachten seit Jahren mit großer Sorge, wie sich unsere Einsatzkräfte, das gilt nicht nur für die Polizei, das gilt auch für das Rote Kreuz, das gilt für die Feuerwehr, einer wachsenden Welle der Gewalt ausgesetzt sehen. Die Union hat hier klare Vorstellungen, wie man die Einsatzkräfte auch durch Änderungen im Strafrecht besser schützt. Und wir möchten Sie und auch die Kolleginnen der SPD, die Kollegen der SPD sehr herzlich bitten, in den verbleibenden Monaten der Legislaturperiode mit uns gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Die Polizei hätte es wahrlich verdient. Lassen Sie mich zwei andere Themen kurz ansprechen, die für die Rechtspolitik des Jahres 2016 von großer Bedeutung waren oder sind.
Auf die Reform des Sexualstrafrechts, die wir vor wenigen Wochen beschlossen haben, können wir stolz sein. Der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums war noch relativ weit von einem modernen Sexualstrafrecht entfernt. Dass wir ein solches gemeinsam umsetzen konnten, ist das in besonderer Weise das Verdienst der Kolleginnen aus den beiden Fraktionen von CDU, CSU und SPD. Ihnen gilt dafür mein ganz herzlicher Dank. Noch nicht gelöst haben wir die Frage, wie wir in Deutschland mit Kinderehen umgehen. Wir müssen davon ausgehen, dass es in Deutschland über 1000 verheiratete minderjährige Mädchen gibt, denen das Recht auf Selbstbestimmung, denen das Recht vorenthalten wird, über ihren Ehepartner selbst zu entscheiden. Und dies kann unsere Rechtsordnung nicht hinnehmen. Wir haben deshalb schon als Union Anfang August erste Vorschläge unterbreitet. Wir haben in der vergangenen Woche ein Eckpunktepapier beschlossen. Sie haben im Bundesjustizministerium eine Expertenkommission etabliert, die in dieser Woche zusammengekommen ist. Wir haben auch gegen eine solche Arbeitsgruppe keine Einwendungen. Aber wir haben die Sorge, dass das nicht schnell genug geht. Für uns ist es auch wichtig, dass wir hier zügig zu Lösungen kommen im Sinne dessen, was wir vorgeschlagen haben. Denn wir sind der festen Überzeugung, ein 12-jähriges Mädchen gehört nicht in die Ehe, es gehört in die Schule. Und für ein 12-jähriges Mädchen, das in einer ihm aufgezwungenen Ehe gefangen ist, ist jeder Tag in dieser Ehe ein Tag zu viel. Deshalb sollten wir als Fraktionen von CDU, CSU und SPD schauen, dass wir hier gemeinsam rasch zu einer Lösung kommen. Wir sollten dies auch deshalb tun, weil wir die Frage an diesem Beispiel sehr konkret zu beantworten haben, nach welchen Spielregeln wir unsere Gesellschaft organisieren. Organisieren wir unsere Gesellschaft nach den Spielregeln, die wir hier haben, oder nach den Spielregeln, die jedermann in unser Land mitbringen kann? Und da ist unsere Antwort als Union klar. Wir wollen, dass Integration stattfindet auf Basis unserer Werteordnung, auf Basis des Grundgesetzes. Und das wird in diesem Fall sehr konkret. Und wir sind der Auffassung, Sie haben es angesprochen, Herr Bundesjustizminister, und ich teile Ihre Einschätzung. In der Rechtspolitik geht es auch immer um Gesellschaftspolitik. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir dann in wenigen Wochen die Frage diskutieren und entscheiden, wie wir mit Männern umgehen, die wegen Homosexualität verurteilt wurden. Ich bin aber auch der Auffassung, dass wir Gesellschaftspolitik nicht auf diese Frage reduzieren können. Es geht in der Gesellschaftspolitik auch um die Frage und deshalb auch in der Rechtspolitik um die Frage, wie wir mit den großen Herausforderungen der Integration umgehen. Es ist heute vielfach zu Recht gesagt worden, die Burka ist keine Frage der inneren Sicherheit. Aber die Burka ist eine Frage der Integration. Die Burka ist eine Frage der Werteordnung. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns auch in der Rechtspolitik und auch im Bundesjustizministerium dieser Verantwortung, Gesellschaftspolitik auch im Bereich der Integration zu beantworten, verstärkt stellen. Ich glaube, dann haben wir da Chance, gemeinsam einiges erfolgreich hinzubekommen. Wir als Union stehen dafür gerne bereit. Vielen Dank.